Oh, jemine. Abri, abri, abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, ich bin heute mit dem lieben Frank hier zur Talkshow eingeladen für Sky Talk und wir sind schon sehr gespannt, wie das gleich wird. Oh ja. Ja, wir sind auf alle Fragen vorbereitet. Natürlich. Bis später. Tschüss. Bei Ihnen mit reinkommen. Aber wenn du es noch gerade gesagt hast, lass uns doch mal ganz einfach mal drüber reden. Gerade was das Synchron angeht. KI ist ja zum Beispiel auch ein Thema. Bei den Simpsons gab es ja auch schon diverse Synchronsprecher, sowohl im Amerikanischen als auch im Deutschen, die dann ausgewechselt worden sind. Aber da ist man auch progressiv offen damit umgegangen und gesagt, jetzt gibt es eine neue Stimme. Dann gibt es noch den Fall Pumuckl, wo er Hans Klarin, der großartige, das ja früher gemacht hat. Und dann hat man sich auch so gesagt, so, wir könnten jetzt mit KI sowas machen. Wäre das, wie würdet ihr das jetzt als Synchronbranche in der Form jetzt irgendwo jetzt einschätzen, wie das jetzt mit SpongeBob weitergeht? Weil ein Ende ist noch nicht in Sicht. Entscheidend ist das Endergebnis noch, ehrlich, ob das befriedigend ist und gut ist. Hier bei der Pumuckl-Geschichte, die sind ja sehr erfolgreich damit jetzt. Ne? Was für uns interessant ist, ist immer auch der finanzielle Aspekt, nicht? Wenn wir die Rechte ab unserer Stimme abgeben, das muss ja in irgendeiner Form auch dann honoriert werden. Zum Beispiel in Amerika ist es wohl so, dass sie die Überlegung hatten, mit der KI kann man das heute ja schon so machen, dass die amerikanischen Schauspieler in allen Sprachen sprechen können, mit ihrer Originalstimme und auch die Mundbewegung werden. Das passiert ja doch bei YouTube sogar. Ja. Und dann stand der Dinge heute, glaube ich, so, dass die den amerikanischen Schauspielern so viel bezahlen müssen dafür. Die würden so einen Preis aufrufen für die Abgabe ihrer Stimmrechte, dass es immer noch preiswerter ist, das in Deutschland hier in Deutschland synchronisieren zu lassen. Wir sind da halt wesentlich billiger. Das heißt, von der Ecke aus droht erstmal noch keine Konkurrenz. Aber es entwickelt sich alles weiter in einem rasenden Tempo. Also, das Ende ist offen, wir wissen nicht, wo es hingeht. Für uns ist immer wichtig, eben auch diese Urheberrechte, dass wir da finanziell abgesichert sind. Von mir aus würden die mit meiner Stimme machen, was sie wollen, dann, wenn ich dafür auch entlohnt werde. Mhm. Ich meine, 13 Milliarden Dollar, habe ich hier gerade nachgelesen, wurden ja alleine mit den Lizenzrechten und mit Merchandise gemacht und so. Wie viel davon habt ihr jetzt bekommen? So? Wie viele Millionen? Nee, von den Merchandise, wie gesagt, was mich betrifft. Aber wenn so eine Puppe rauskommt, wo zum Beispiel so ein Sprachknopf ist und deine Stimme rauskommt? Dann wird die Sprachaufnahme bezahlt, das ist klar. Aber ich bin dann an den Verkauf von den Prozenten oder so. Aber es ist dann für eine Pause. Dann würdest du auch nicht mehr hier sitzen und sagen, so, tschüss. Also ich habe dann einen Studiotag für die Aufnahme und den kriege ich dann auch gut bezahlt, aber mir auch nicht. Gemacht. Und SpongeBob spricht ja auch mit seinem Gary. Gary macht mau, mau. Ja, Gary, du hast recht. Nein, Gary, das geht jetzt nicht. Das ist im Grunde auch so ein Ding. Ne? Ja, das ist wie mit Han Solo und Schumacher. Ja, richtig. Das kenne ich. Also, ich bedanke mich herzlich und wünsche euch natürlich jetzt weitere tolle 25 Jahre. Tausend Dank dafür. Auf die nächsten 25 Jahre. Und dass ihr nicht nur klein, sondern auch groß hat sich glücklich gemacht. Das ist für mich eine ganz besondere Ehre. Vielen Dank für den Talk. Dankeschön. 3, 2, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh. Aprikose in der Hose. Und ein Krabbenburger dazu. Wir feiern 25 Jahre Sport. 3, 2, Happy Birthday to you. Und wir bleiben bei der Fröhlichkeit. 3, 2, Happy Birthday to you. So kann man eh einstehen. Happy Birthday to you. Okay. 3, 2, Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose. 3, 2, Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh,
Aprikose in der Hose und ein Krabbenburger dazu. Ja, yeah, wir feiern 25 Jahre SpongeBob zusammen in Santiago und Frank hier im Sky Talk. Das wird fantastisch. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!